Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg zockt. Ach, ist das nicht gleich ein schönes Bild? Ja, manchmal gelingen auch die Anfänge. Ja, gefällt mir gerade sehr gut. Oh, da ist auch noch mal einer. Ja, überall fahren sie. Sehr schön. Wenn gefahren wird, ist der Heisi zufrieden. Sehr gut. Wo sind wir stehen geblieben? Genau. Bei einer Schiffslinie. Ich muss nochmal schnell gucken. Hier unten der Hafen. Jawohl, da haben wir ihn. Das ist der Weißwasserhafen. Und auf der anderen Seite da hinten haben wir, ich glaube, Köln haben wir gemacht. Kann das sein? Eieiei, hier ist gerade ein bisschen ruckelig. Sag mal, ist hier Köln? Ne, das ist Nürnberg. Wer hat denn den Hafen gekriegt? Bitte Hand hoch. Ich glaube schon eher die Kölner. Ja, da hinten ist er. Gut, dann machen wir mal eine Linie und schicken da Schiffchen drauf. Dann haben wir die nämlich auch endlich. Also, das wäre von hier. Ich hoffe mal, das funktioniert auch. Das sehen wir gleich. Hier runter nach Weißwasser. Das wäre hier. Und, haben wir eine Linie? Jawohl, wir haben eine Linie. Sehr gut. Dann wäre das... Sollen wir jetzt einfach Schiff schreiben? Was machen wir hier denn für Linien? Ja, Wasser, Schiff... Nee, komm, wir machen Schiff... Fahrt... Und dann ist das hier L1, nämlich Linie 1. Wir sehen ja hier von wo nach wo. Köln-Weißwasser, das steht ja da drin. Gut, machen wir das mal so. Zack, dann haben wir das. Dann können wir ja auch mal diese, ich sag mal, unmögliche Farbe verbraten, weil auf den Gleisen sieht man das nie. Auf dem Wasser ist es eigentlich egal. Das ist schon mal schön. Gut, was brauchen wir denn noch? Eine Werft. Also, einmal Schiffchen. Eine Werft haben wir hier. Und ich habe gesagt, hier hätte ich eigentlich ganz gerne noch einen Hafen für Cargo. Wir können sonst mal noch gucken, was wir noch alles haben fürs Wasser. Dass wir hier so eine richtig schöne Bucht haben. Ja, mit irgendwie, ja mit Sachen. Sagen wir es mal so. Ist das okay so? Ne, das ist irgendwie falsch rum. So wird es passen. Jetzt möchte ich es aber natürlich noch mal ein bisschen drehen, so dass das richtig ausgerichtet ist. Sieht das cool aus, wenn das hier direkt daneben ist? Ich finde schon, aber hinten ist dann irgendwie, glaube ich, die Straße dann mal fällig. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ach so, das ist ja ein Tunnel da hinten. Ja, da müssen wir aufpassen. Irgendwann ist das Tunnel weg. Dann haben wir dort ein Loch. Ein bisschen weiter nach vorne. Ne, dann haben wir die Kollision. Ich mache dich mal hier hin und da gucke ich mal, was wir hier für eine Veränderung haben. Wobei, wo halten hier die Schiffe? Komm, wir machen... Wir machen einen kleinen Sicherheitsabstand. So, der Tambor, wie sieht das jetzt hier hinten aus mit dem Tunnel? Ja, hier hat es ein bisschen eine Grube gemacht. Das Teil braucht eigentlich keinen Straßenanschluss, aber irgendwie so für die Optik, wie wäre es denn? Wenn wir hier doch was machen, dann wird auch das Gelände nochmal ein bisschen geändert. Da komme ich irgendwie nicht rein, interessant. Gut, so hängt es natürlich auch dran. Aber, doch, da kommen wir rein. Doch, das passt. Dann ist das ein bisschen weg. Hier wird nochmal aufgeschüttet. Ich würde das mal so nehmen. Das ist der Zugang zum Depot. Wie gesagt, keine Angst, ist nicht weg. Wir haben gerade einen Autosave. Ich glaube, das wurde nicht übernommen. Braucht man nicht für eine Werft, ist ganz klar. Aber ich finde es eigentlich relativ cool. Jetzt würde ich hier das Ganze gerne noch mit ein paar Bäumchen haben. Ganz einfach deswegen, weil, ja, gefällt mir jetzt irgendwie noch nicht so ganz. Hat das geklappt jetzt hier mit einstellen? Doch. Irgendwie mit diesem Geraffelten da hinten. Das kann man so schön mit Bäumen kaschieren. Dann machen wir das natürlich auch, weil hier hinten ist ja nichts. Da ist halt die Werft. So, einmal so. Dann hier noch ein Baum. Und dann würde ich sagen, passt das. Oder sollen wir hier so eine Art Allee machen? Weil dort haben wir auch noch ein bisschen Geraffel. Ja, hier noch ein Baum, da noch ein Baum. Und dann sieht das doch irgendwie ganz gemütlich aus. Gut, also dann haben wir jetzt eine Werft. Warum ist die krumm? Seht ihr das? Ja klar sieht man das. Ich hab's doch nochmal gedreht. Ne, das machen wir nochmal weg. Also ich bin eigentlich nicht der Pingelige, das wisst ihr eh. Aber naja, also gewisse Sachen sollten dann schon irgendwie ein bisschen gerader sein. Ich glaube, das hat sich nochmal gedreht, weil dort die Straße dann irgendwie angedockt hat. Kann das sein? Also so wäre es ja okay. Ja, von der Ausrichtung her ist das in Ordnung. Machen wir mal. Jetzt muss ich nochmal schnell gucken, ob das hier hinten dran hängt. Ne, jetzt brauchen wir nochmal einen Meter. Kriegen wir aber, glaube ich, auch hin. Jawohl, und zwar problemlos. Zack, einmal so. Jetzt hat es uns allen Ernstes die Bäumchen wieder geschreddert. Dann machen wir die wieder hin. So, hier noch einen, da noch einen. So, dann haben wir jetzt die Werft. Gut, jetzt brauchen wir ein Schiff. Und zwar für Personenverkehr, beziehungsweise ja, eigentlich sogar mehrere. Wir können ja verschiedene nehmen. Also, da haben wir Passagiere. Ich würde mal nicht unbedingt jetzt was Riesiges, aber hier Graf Zeppelin ist ja schon mal was sehr Schönes. Wir kaufen uns mal den Zeppelin. Dann die Zürich. Dann haben wir hier noch Klondike. Das ist amerikanisch. Das hier wird eher französisch sein. Nehmen wir das mal.
Und da haben wir auch noch was. Das ist ja ein Riesenteil. Nee, die sind mir tatsächlich zu groß. Die Rigi nehmen wir mal noch rein. Dann haben wir hier... Ach komm, ein paar können wir schon noch machen. Hier geht es ja auch noch weiter. Was ist denn das hier? Ein Feuerlöschboot. Komm, schicken wir auch noch auf die Reise. Aufs Tempo müssen wir eigentlich nicht achten. Ich glaube, die überholen sich tatsächlich. Da haben wir noch das Luftkissenboot, müsste das sein. Genau, und zwar das meistproduzierte und erfolgreichste. Gut, komm, wir nehmen noch so eine Yacht mit rein. Gut, dann haben wir das. Wir weisen es zu, Schifffahrt L1. Müsste auch klappen. Plupp, klingt immer gut. Wir gehen mal gucken, was hier rauskommt. Ja, im Idealfall das, was wir gekauft haben. Das klappt eigentlich immer relativ gut. Kommt da auch einer? Sie sortieren sich, glaube ich, gerade noch. Wer hier der Erste ist, der raus möchte. Aha, das Feuerlöschboot. Ja, das ist doch schon mal in Ordnung. Das Ding gehört, glaube ich, zu einer Mod vom Huge Dragon. Da mit dem Flugzeugabsturz, wenn ich mich nicht täusche. Ja, cool, gut. Dann haben wir jetzt neben den Flugzeugen auch endlich Schiffe auf der Anlage. Das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Hat aber auch damit zu tun, ja, wie soll ich sagen, ja eben, ich bin halt nicht so der Schiffsfan. Also irgendwie Schifffahren ist natürlich schon cool. Kommt, wir steigen mal noch kurz ein. Das ist eine Linie, also mit den Terminals müssen wir da nichts machen. Ja, und das ist halt die Schiffsfahrt, die wir hier haben. Ist überschaubar, das Ganze, finde ich. Weil du bist halt einfach auf dem Wasser, das Ganze bewegt sich nicht allzu schnell. Aber es ist natürlich was Schönes. Also es passt natürlich hervorragend auf so eine Anlage. Also das meine ich nicht. Sondern das Mitfahren ist hier halt... Ich meine, wir sind dann einfach hier oben. Ich gehe mal ein bisschen runter. Da sitzen die beiden Kollegen. Heiliges, wie viele Kapitäne hatten das Schiff? 6 Stück? Mhm. Warum nicht? Gut, und das ist die Sicht, die sie haben. Ja, und so fährt man dann halt irgendwie, in dem Fall jetzt, bei uns, nach Köln. Gut, was ich jetzt hier noch schnell machen möchte, bei den Sachen, irgendwie, ich hätte gerne irgendwie eine Busverbindung hier hin und das gleiche in Köln eigentlich auch. Und zwar, ich denke mal, nicht falsch wäre vom Bahnhof aus. Haben wir hier irgendwie eine Bushaltestelle? Das ist ein Depot. Irgendwo werden wir hier eine Bushaltestelle haben. Ich sehe sie nur gerade nicht. Da hinten, dieses kleine... Oh ja, da stehen auch Leute. Uiuiui, 60 Leute. Okay, das führt mich natürlich dann zum nächsten, nämlich... Ja, doch, Fahrzeuge haben wir eigentlich genug, aber ich mache ja trotzdem nochmal ein paar drauf. Fahrzeuge verwalten. Machen wir 3 Stück mehr. Klonen. Dankeschön. Plum, dann haben wir die auch, weil das sind zu viele Leute. Aber ich dachte halt, wir hätten hier irgendwie eine spezielle Bushaltestelle. Oder ist die hier... Ach, die ist halt... Ist die noch hier drin? Ja, jetzt frage ich mich echt gerade, wie, was, wo. Ja gut, sollen wir hier hinten halt einfach. Ja komm, wir machen von hier. Das ist halt einfach die Bushaltestelle. Hier kann man zum Hafen runter. Ja, machen wir das mal so. Gut, und wo machen wir unsere Bushaltestelle hin? Die muss einfach irgendwie im Hafen dranhängen. Sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Und zwar nicht bei der Bahn, sondern schon eher bevorzugt hier. So eine alte. Oder sollen wir eine größere machen? Wir hätten hier ja noch Platz. Was haben wir hier denn noch alles? Da haben wir schon ein paar Möglichkeiten. Das Teil, Moment, das hier, das sieht da nicht auch immer gut aus. Das hat halt eine gewisse Größe natürlich. Straßenanordnung, machen wir hier mal einen T. Ach so, dann wird so. Nee. Können wir tatsächlich nicht brauchen. Stadtstraße mittelneu. Machen wir mal... Ja, wir lassen es mal, wie es ist. Die Frage ist, kriegen wir das hier so hin? Es möchte nicht drehen. Funktioniert jetzt meine Tastatur nicht mehr? Es dreht nicht. Kollege, dreh mal. Moment, ich gehe mal hier weg. Hier rauf. Ach, meine Tastatur spinnt gerade ein bisschen. Moment, muss ich... Jetzt geht sie wieder. Was war das denn? Wie kann denn die Tastatur aussetzen? Guck mal, jetzt dreht es nämlich auch. Wenn wir hier rangehen, hängen wir dann am Hafen dran. Ja, geht gerade nicht. Da ist halt noch Wasser im Weg. Nee, das ist einfach zu groß. Ja, das ist kleiner. Da hängen wir aber, wenn ich das so sehe... Doch, guck mal, da hinten ist eine Markierung. Doch, da hängen wir am Hafen dran. Das können wir hier hinmachen. Finde ich eh relativ schön eigentlich. Machen wir mal. Ja, da hängen wir dran. Und dann machen wir das ein bisschen näher ran, damit das da nicht noch halb im Wasser drin hängt. Dann hat sie ja die Straße ein bisschen runtergezogen. Das ist okay. Hier muss eigentlich keiner langfahren. Das ist eigentlich der Zugang. Gut, wir brauchen eine neue Linie. Von zack hier nach irgendwie Bahnhof. Bahnhofsgegend wäre hier. Da sieht man, das funktioniert bereit. Dann ist das hier Weißwasser. Hafenzubringer, würde ich sagen.
Wir machen aber noch schnell. Lass uns noch einen Bus reinmachen. Einfach damit wir wissen, dass das tatsächlich einfach ein Bus ist. Gut, das haben wir auch. Dann brauchen wir ein Depot. Da habe ich ja hier oben was gesehen. Hier wäre zum Beispiel eins. Hallo. Wir werden eben diese Idee mit dem Postauto von Zermatt nach Oberböser, die finde ich halt schon auch schön. Da wurde aber noch geschrieben, nicht mitfahren. Das dauert ja 5 Folgen. Ja, wahrscheinlich schon. Ich würde sagen, wir fahren einen Teil mit, weil sonst, ich soll sagen, also für mein, oh, guck mal, die Bimmelbahn. Kommt, die fährt zum Hafen. Jawohl, das machen wir. Und davon hätten wir gerne, machen wir mal 5 Stück. Jetzt bin ich aber mitten im Satz stehen geblieben. Eben, ich würde einen Teil der Strecke dann mitfahren, wenn wir diese Postauto-Geschichte machen. Ich würde die auch nicht heute machen, jetzt machen wir Busse, sondern heute machen wir noch eine Regio, würde ich vorschlagen. Gut, also 5 Stück haben wir, dann wäre das die Linie. Muss ich ein bisschen raus. Noch ein bisschen raus. Wo haben wir denn das? Ach, hier ist er doch. Oder hier ist sie doch, die Linie. Gut, gehen wir mal gucken. Hurra, wir haben eine Bimmelbahn. Und die haben wir jetzt tatsächlich in Weißwasser. Das passt ja irgendwie tatsächlich auch. Schon eine schöne Geschichte mit dieser Bimmelbahn. Wir steigen mal ganz kurz ein. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt irgendwie bis zum Hafen düsen. Das ist aber schon halt. Ist halt putzig und Kapazität haben die natürlich trotzdem. Eine Kapazität von 36. Also damit kann man auch wirklich im Prinzip arbeiten. Das geht sogar wirtschaftlich eigentlich. So, jetzt sind wir natürlich noch nicht mal im Bereich, wo wir dann fahren, sondern wir sind jetzt auf dem Weg vom Depot zur ersten Haltestelle. Das ist also eine Gegend, wo wir mit dieser Bimmelbahn gar nie sind, sondern eben, das ist jetzt einfach der Weg zur Arbeit sozusagen. Aha, der fährt hier lang. Ich habe den leisen Verdacht, der fährt wahrscheinlich zum Hafen. Sehen wir ja. Weißwasser-Bushafen, unterwegs nach Weißwasser-Süd. Ja, jetzt müsste man noch wissen, wie die Bushaltestelle da unten heißt. Dann ist das da unten am Hafen wahrscheinlich Weißwasser-Süd. Da könnte man jetzt noch Weißwasser-Hafen draus machen. Ich denke, das mache ich auch gleich mal noch. Oh, schön. Ja, da sehen wir die Züge. Sehr schön, das ist halt, ja, wenn ich mit den Bussen, oh schön, wenn ich mit den Bussen mitfahre, dann freue ich mich ja prima, wenn ich Züge sehe. Das ist ja auch ein bisschen, ja, weiß nicht, komisch. Gut, also ich würde sagen, wir steigen aus, weil ich möchte hier unten, das machen wir mal weg, diese Haltestelle noch umbenennen, weil das, ja, ist tatsächlich, guck mal, das ist nicht Weißwasser Süd, sondern das ist ganz klar Weißwasser Hafen. Zack, was haben wir denn hier? Das ist wahrscheinlich auch irgendein Weißwasser Süd. Nee, das haben wir das schon umbenannt, oder? Das ist ja cool, Weißwasserhafen haben wir hier schon. Gut, dann haben wir die Geschichte hier. Dann würde ich nach Köln düsen. Da sind wir nachher sowieso. Ja, jetzt ist es aber doch wieder ein bisschen flüssiger irgendwie. Das war gerade ein bisschen komisch da am Anfang. Da kommen wir sowieso wieder hin. Ganz einfach, weil wir von Köln aus eine neue Linie machen. Und zwar nach Stuttgart. Das ist aus der Liste raus vom Yannick, der die Linie gemacht hat. Also jetzt brauchen wir hier eine Bushaltestelle. Das müssen wir hinkriegen. Wir haben, vielleicht, dass wir hier das Teil machen. Aber da ist natürlich auch wieder die Frage. Doch, da hängen wir am Hafen dran. Wenn wir das hier oben machen, geht das. Weil hier unten, da haben wir die Schienen, da ist es eher schwierig. Da machen wir aber. Man kann jetzt natürlich sagen, warum denn so ein Riesenteil? Es fährt ja sowieso nur eine Linie hier hin. Ja. Wir spielen halt nicht wirtschaftlich, sondern das soll halt gut aussehen. Und ich denke, das sieht sicher besser aus, als wenn wir irgendwie einfach so eine kleine haben, so eine kleine Bushaltestelle. Also, machen wir dich mal. Jetzt hoffe ich, ich komme da mit der Straße rein, weil ihr habt gesehen, mit Andocken hat es gerade nicht so wirklich funktioniert. Nee, das möchte nicht. Nee, das geht nicht. Trotzdem bauen würde gehen. Wie sieht es denn aus, wenn ich in die Richtung düse? Aha. Oder habe ich eine falsche Straße, die nicht funktioniert? Ja, die würde gehen. Ja, aber da geht es ja dermaßen runter. Ne, das machen wir in die Richtung. Und dann hier andocken, würde ich vorschlagen. Vielleicht mal ein bisschen Gefälle und die Kurve. Ja. Komm, du möchtest da rein, weil... Ja, jetzt geht's. Weil du bist eine Bushaltestelle. Das geht hier rauf. Hier ist die Bushaltestelle. Gut, das passt. Ich kontrolliere nochmal schnell. Jawohl, der Hafen hängt dran. Sauber. Auch hier würde ich die ganze Geschichte vom Bahnhof aus machen. Das wäre dann hier hinten. Haben wir hier irgendwie eine spezielle Bushaltestelle? Ja, da haben wir eine. Also neue Linie. So, zack. Und danach kommen wir sofort instant zum Thema Zug. Ist mir selber ein Anliegen. So, also. Und hier ist das natürlich dann Köln. Dann Bus. Und dann würde ich auch sagen Hafen. Köln, Bus, Hafen. Machen wir so.
Zack, einmal den. Man sieht, das funktioniert. Wäre auch komisch, wenn nicht. Jetzt ein Depot. Ein Straßendepot hier oben. Da haben wir die Feuerwehr. Da kaufen wir. Das haben wir auch hier. Wisst ihr, was wir machen? Hier auch die Bimmelbahn. Ist doch cool. Dann haben wir überall Bimmelbahnen, die zum Hafen führen. Finde ich gut. So, eine schöne Ladung. Und dann wäre das hier Köln-Bushafen. Sehr gut. Und da kommen die hier auch raus. Aus der Feuerwehr raus. Ja, die hat man gekauft irgendwo, als man Feuerwehrautos bestellt hat und hat die als Bonus gekriegt. War ein Sonderangebot. Schön. Mal kurz rein. Und hier mal gucken. Gerne nochmal drehen, dann sehen wir das Teil nochmal. Ist etwas, was wir früher hatten, war das eher so in Oberböser zum Beispiel, hat man so eine Bimmelbahn, das weiß ich noch. Aber ich finde das auch gut, wenn man das mal irgendwie in einer anderen Stadt hat. Und jetzt ist das einfach unser Hafenzubringer. Das hat doch auch was Nettes. Wo fährt der hin? Oh, umbenennen sollte ich hier auch noch. Unterwegs nach Köln-Ost. Ja, das ist ziemlich sicher tatsächlich auch der Hafen da unten. Oh, da wird gewartet oder haben wir hier einen Fehler? Guck mal, der kommt glaube ich nicht weiter hier. Aha, du musst aber auch nicht hier laufen. Was machen die denn da? Sag mal, was ist das denn für eine Straße hier? Die haben nicht wir gebaut. Hier fehlt da irgendwie eine Straße. Was ist das denn komisches? Wo wollen die hin? Nach hier hinten. Also man sieht, das schaffen sie nicht, weil diese Straße hier, die ist nicht befahrbar. Finde ich gerade ein bisschen komisch. Kann ich dich hier weiterziehen? Nee, das ist einfach irgendwie eine komische Straße. Ich mach's mal so. Oh, da ist dann, jetzt hat die halbe Stadt weg. Warum baut denn die KI Straßen, die sozusagen nicht funktionieren? Ich weiß, die bauen das wieder, aber gefällt mir tatsächlich gerade nicht. Aber wir müssen eine städtische Straße nehmen, sonst bauen die da nicht ran. Ja, wir machen das mal. Zack. Es wird ja wieder gebaut. So, einmal so. Und dann sehen wir, dann fahren sie wieder. Aber es ist mir tatsächlich ein bisschen Rätsel, wie die Stadt hier, die KI auf die Idee kommt, da so eine Straße zu bauen. Weil ich glaube nicht, dass ich die Straße gebaut habe, oder täusche ich mich? Nee, die haben, also warum sollte ich so eine Straße nehmen? Weiß es gerade auch nicht. Gut, aber jetzt fahren sie. Jetzt würde ich aber vielleicht den, ja, nee, guck mal, die teilen sich sowieso. Ich wollte gerade sagen, jetzt würde ich den einen oder anderen vielleicht noch drehen. Weil die dackeln dann schon ziemlich hintereinander her. Aber den mal noch und dann haben wir das schon. Gut, dann werden wir hier das Teil auch umbenennen. Das ist nicht Ost, sondern ihr ahnt es richtig, wenn es denn geht. Aber das ist der Hafen. Kölnhafen, sehr gut. Also hier unten ist dann der Hafen selber. Die Schiffe nehme ich an, die kommen dann irgendwann wahrscheinlich in 3-4 Folgen an, weil das ist natürlich eine relativ langwierige Geschichte. Ich guck mal. Hier ist einer. Ja, das ist das schnellste Schiff, das wir haben wahrscheinlich. Okay, gut. Drehen tun wir nichts, weil die, ja, die sind sowieso auseinander in der Regel, weil die unterschiedliche Tempis haben tatsächlich. Gut, dann haben wir die Geschichte, würde ich sagen. Jetzt können wir natürlich noch weitere Häfen machen, auch Kerzenheim hier. Man sieht, die sind ja auch am Wasser. Ich möchte jetzt aber nicht über 4 Folgen irgendwelche Schiffslinien machen, sondern jetzt machen wir Folgendes, wenn Kollege Autosee fertig ist, eine neue Strecke von Köln nach Stuttgart. Jetzt muss ich mal gucken. Stuttgart ist da oben. Haben wir hier tatsächlich noch keine Verbindung? Das ist vielleicht besser, wenn ich in Stuttgart gucke. Da haben wir zwar auch viele Gleise, aber doch ein paar weniger. Haben wir hier nichts, was uns jetzt in dem Fall nach Köln bringt? Moment, das Auge ist da hilfreich. Stuttgart Zentral, Neuhaus, Treibstoffwaren, Tram Treibstoff. Kettexpress? Wo fährt der hin? Stuttgart Central, der fährt überall hin. Nürnberg, Stuttgart, Heisenberg City. Ne, da haben wir tatsächlich keine Verbindung, so wie es aussieht. Nach Zabakuk. Und hier nach Zentralbahnhof, das ist die Zentralstrecke. Ne, da haben wir tatsächlich keine Verbindung. Haben wir denn hier freie Gleise? Ja. Das eine oder andere schon. Hier zum Beispiel. Wir haben auch hier noch ein freies Gleis tatsächlich. Aber da hat es mir zu viele Linien drauf. Also das müssen wir uns nicht antun. Sondern machen wir das so, dass wir irgendwie, ja, das hier nutzen. Jetzt möchte ich aber trotzdem das Spiel entscheiden lassen. Neue Linie von Stuttgart, von diesem Bahnhof. Einmal rüber. Köln ist hier hinten in diesen Bahnhof rein. Haben wir da eine Möglichkeit? Also mit Sicherheit, die Frage ist halt einmal mehr. Führt uns das irgendwie über Dortmund oder über Weißwasser? Und das möchte ich natürlich nicht. Gut, wir nehmen die Linie mal raus. Wo habe ich sie denn?
hier Linie 1. Zack. Und gucken mal, ohne dass wir jetzt hier die Gleisbelegung. Oder sagen wir uns, kommt, schauen wir uns die Gleisbelegung trotzdem schon an. Weil das bringt nichts, wenn wir gucken, wo sie lang fährt und dann stimmt das mit den Gleisen nicht. Haben wir hier überhaupt was noch was frei? Das hier. Nee, das ist doch ein Durchfahrtsgleis, oder nicht? Ich sehe es halt nicht. Nee, das ist kein Durchfahrtsgleis. Nee, nee, definitiv nicht. Also die beiden hätten wir noch. Dann führt uns das hier rein. Das wäre dann diese blaue Linie. Weil hier sind dann doch schon ein paar drin. Wir können ja mal testen, ob das überhaupt geht. Dass wir dann immer noch nach Stuttgart drauf können. Indem wir hier Köln nehmen. Und hier, wo haben wir es? Nicht in die 4, sondern in die, wenn man es jetzt noch sehen würde. Ich glaube, die 8 ist frei. Kann das sein? Machen wir mal. Ja, dann haben wir eine Fehlermeldung. Da kommt er nicht rein. Okay, da müssen wir aber irgendwie gucken, wie wir hier von diesem Teil hier rauskommen. Oh nö, jetzt dreht's. Oh, puh. Eieiei, okay. Jedes Mal, wenn es dreht, habe ich natürlich Angst. Tschüss, Spiel. Muss ich wieder eine Viertelstunde laden. Wir gucken uns das mal an. Also, das geht irgendwie hier lang. Ja, dann geht das hier rüber. Ja, nee, das ist halt... Ist das schon wieder ein Umweg? Oder kommen wir gar nicht anders auf die andere Seite? Das schauen wir uns gleich an. Dann geht das hier lang, hier lang, hier lang. Und dann geht es hier nach Stuttgart. Gut, wir haben hier natürlich keine Brücke. Oh, Moment, jetzt machen wir aber mal den hier. Ja, hat ja hervorragend geklappt. Okay, wir schnappen uns die Fahrzeuge. Gehen hier auf... Ne, das funktioniert so nicht. Ich brauche ein Fahrzeug. Fahrzeug verwalten. Dann hier alle. Dann hier gucken. 800, jawohl, das sind alle. Schnell den hier. Moment, ne, das war der falsche. Den hier brauche ich. Erstmal mal hier mal anwenden normal. Und dann machen wir anwenden. Zack, sehr hoch. Und dann müssen wir alle haben. Gut, dann kann ich das wieder zumachen. Oh, das sind die Helikopter. Die Hubschrauber sind alt. Jetzt ist meine Linie weg. Dann reiche ich mir nochmal die Linie 1. Ja, es geht wahrscheinlich nicht anders. Wir haben hier unten keine Brücke. Stimmt das denn? Ne, das ist Nürnberg. Moment, das ist Köln. Wo fehlt uns sozusagen eine Brücke? Hier. Das können wir eigentlich machen. Wobei, habe ich nicht gesagt, wir machen hier eben keine Brücken mehr. Sondern, ja, wir schicken die halt hier rüber. Das ist natürlich ein massiver Umweg. Aber ich glaube, wir haben... Ein paar andere Linien, die auch einen Umweg fahren, weil wir hier keine Brücke haben. Vielleicht, dass wir hier hinten noch eine rüberziehen. Hier hätten wir ja eine. Ja, aber das ist, also das hier ist die Hybridstrecke, das ist klar. Und das hier ist halt ein Gleis, das führt uns hier in den Bahnhof rein. Unter anderem, was macht es denn sonst noch? Es geht hier vorbei. Aha, und geht dann in den Güterbahnhof rein, genau. Ja, könnten wir das mitnutzen? Das ist ein bisschen die Frage. Ach, guck mal, hier ist ja der Dingens auch noch unterwegs. Das schauen wir uns noch schnell an. Guck mal, das ist hier der ewig lange Güterzug. Der wurde gerade tatsächlich hier vom Hybrid überholt. Sehr schön. Und da hinten zeigt einer, wie man hier über den Fluss kommt. Wo ist denn Stuttgart? Hier. Ja, das ist natürlich schon der massiv nähere Weg. Die Frage ist halt, müssen wir unbedingt einen näheren Weg haben? Also irgendwie hat es ja einen Grund. Eben, ich wollte hier irgendwie keine Brücke. Auch wenn ich zugeben muss, hier ist natürlich gar nichts. Also hier noch eine Brücke rüber ist jetzt auch nicht irgendwie ein Verbrechen an der Landschaft. Jetzt weiß ich echt gerade selber nicht. Was machen wir da am besten? Oh, wir gucken mal schnell den Zügen zu, wie die hier lang düsen. Sehr schön. Und da oben halt eben der ewig lange Güterzug. Und hier die alte Brücke, die neue ist immer noch im Bau. Hier haben wir ja die Baustelle. Ja, da sollen wir das so machen, wie das Spiel das möchte. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich gucke nochmal schnell. Das Problem ist halt auch eben hier das Gleis. Da bin ich halt tatsächlich auch nicht so begeistert, dass wir da in ein Gleis reingehen. Das ist nicht unbedingt nötig. Aber wir haben die Gleise nicht, um das anders zu machen. Wir müssen zuerst tatsächlich da noch was bauen. Wie können wir das am besten handhaben? Wenn wir hier raufdüsen, hier mit einer Brücke raus. Und dann hier, wo es nicht allzu breit ist, mit einer Brücke rüber. Gut, aber dann ist es natürlich eine Mega-Mini-Strecke. Und ich habe halt das Gefühl, wir bringen da extrem viele Linien, also andere Linien, extrem durcheinander. Weil die plötzlich die Möglichkeit haben, hier rüber zu düsen. Ich würde es lassen. Dann ist halt die Frage, wie kriegen wir das denn hin, dass wir hier ein anderes Gleis haben und trotzdem diese Linie machen. Indem wir ja irgendwie hier ins Gleis reingehen. Was ist denn das hier hinten? Hier ist noch gar nichts. Hier haben wir ja noch Platz. Was macht das hier? Moment, da kann ja keine Linie drauf sein.
Hä? Doch? Sag mal, was ist das denn jetzt? Hä? Jetzt ist da plötzlich irgendwie... Achso, eine Linie ist da nicht drauf gewesen. Jetzt ist sie drauf. Also jetzt ist irgendwie Magic. Moment, ich bin... Ach, die Brücke jetzt. Jetzt dachte ich echt, wie kann denn jetzt plötzlich hier eine Linie sein? War doch vorher keine. Nee, das ist eine Doppelbrücke. Hier ist nichts. Also hier fährt niemand geradeaus, logischerweise, weil hier hinten die Brücke nicht angeschlossen ist. Das könnte natürlich für uns nutzen. Wir könnten hier aber auch in die blaue Linie reingehen, weil wir sehen, das ist nur diese eine blaue Linie. Und das wäre ja hier bei unserem Gleis. Also von hier kommen wir hier rein. Ne, dann würde ich das aber auslassen. Also wir gehen hier mal mit. Das ist dann die Schnellzugstrecke Fuxing. Ja, da müssen wir relativ schnell wieder raus, weil sonst sind wir den Schnellzügen im Weg. Das können wir aber auch. Kann ich nicht von hier rein? Mach mal die Linien weg. Hier von diesem Gleis. Irgendwie hier rüber. Ja, von der Brücke aus nicht. Und hier vorne, ja dann... Nee, das ist irgendwie auch Moonpit. Das gefällt mir tatsächlich auch nicht. Hier haben wir auch nochmal einen Abzweig. Und da hätten wir noch eine Brücke. Aber das ist halt die Brücke von Kerzenheim, nicht die von Köln. Wie kommen wir denn jetzt da hin? Wenn ich irgendwie hier rausgehe und hier dieses Gleis noch anschließe, also die Brücke noch anschließe, dann sind wir halt hier vorne in den Gleisen drin und dann in den. Dann kommen wir dort nicht rüber. Also am besten ist tatsächlich, wir machen das mit dieser blauen Linie. Ich nehme das mal rüber. Nehme mal die Schnellzugstrecke raus. Dann haben wir diesen Fall. Wir wollen hier in das Gleis rein. Dann düsen wir hier lang, hier lang, hier lang. Machen hier die Biege. Düsen dann da lang. Ja, wir müssen irgendwie... im Prinzip in die Gleise reinkommen. Das sehe ich soweit richtig. Also wir wären in den Gleisen drin und wollen in die. Das geht hier rauf, da haben wir einen Tunnel. Ja, ausfädeln. Und zwar irgendwie hier. Und dann wahrscheinlich eher mit einem Tunnel, oder nicht? Weil hier eine Brücke, hier geht es halt wieder aufwärts. Das ist irgendwie vom Bau her, sagen wir mal so, es ist nicht so ideal. Oder vielleicht sogar hier unten ausfädeln. Mich stört halt das Teil hier. Ich fände es halt am schönsten, wir kämen von hier... irgendwie da rein. Das war einfach von hier aus dann das Ganze bauen. Da können wir hier mit und dann da hinten in unsere neue Linie rein. Aber das ist nicht machbar. Ich versuche mal was. Ich habe, glaube ich, gar keine Signale. Das ist aber wirklich nur ein Test. Ich glaube nicht, dass das geht. Von hier nach da. Trotzdem bauen. Da kommen wir halt bereits in die Brücke rein. Wir haben hier den Platz zwischendrin nicht. Da, so. Das würde gehen. Dann brauche ich nur hier eine Weiche. Und dann würde er dort in die Gleise reingehen. Wäre das ungefähr... Nee, das bringt ja auch nichts. Nee, Moment, jetzt bin ich ja komplett falsch. Was gucke ich denn hier? Moment, ganz langsam. Was macht die blaue Linie? Achso, das ist ja... ja. Die blaue Linie, das ist die vorgegebene vom Spiel. Das hier ist die, die wir nutzen wollen. Würde heißen... Nee, es ist ja richtig. Jetzt habe ich einen völligen Denkfehler. Eben, im Prinzip können wir die hier zumachen. Das verwirrt einem ja nur. Sondern wir brauchen das hier. Dass wir da rausgehen, hier lang. Und hier vorne. Da haben wir halt... ja, in das Gleis rein müsste ich. Das machen wir mal. Ich nehme mal die Signale weg. So, da muss man manchmal auch was opfern. Signal weg. Geklickt habe ich. Spiel. Jetzt hat es geklappt. Zack, das hier noch weg. Na, das können wir auch wegmachen. Hier ist ja eh kein Zug. So, jetzt muss ich mal gucken, ob wir irgendwie nicht hier rüberkommen. Mach mal das Signal noch weg. Dankeschön. Nein, nicht schief, sondern Bahn. Auch nicht die 15 km/h Gleise. Also auch immer ein bisschen aufpassen, sondern gerne sowas. Von hier. Darüber. Stimmt das denn? Nee, jetzt bin ich schon wieder falsch. Nee, wir wollen von hier darüber. Aber jetzt habe ich's. Geht halt nicht. Krümmung zu groß und wir könnten es trotzdem bauen. Von hier da rein. Das würde funktionieren. Wenn wir hier einen Damm draus machen. Irgendwie, mir gefällt irgendwie die Geschichte nicht. Okay, jetzt hätten wir einen Damm draus. Ist das ein Damm hier? Nee, das gibt was ganz Komisches. Aber irgendwie ist es halt jammerschade. Es ist halt jammerschade, dass wir das hier hinten nicht nutzen.
Aber bringt natürlich nichts, jetzt hier, keine Ahnung, was zu bauen, wenn wir hier hinten nicht hier reinkommen. Was könnten wir denn hier vorne Gutes tun? Wenn wir das Gleis nehmen, dann kämen wir hier rein. Weil das ist ja auch frei. Moment. Ist jetzt halt ein bisschen Geklüngel, aber es geht halt fast nicht anders. Wenn wir das hier nehmen, dann kämen wir hier in diese grüne Linie rein, die schwarze. Die schwarze ist die Unilinie. Das hier ist eine Regio Köln-Kerzenheim. Sind wir hier drin. Und hier fahren wir geradeaus. Wir machen das so. Und gehen von hier, von diesen Gleisen, jetzt muss ich nochmal alle Linien haben. Beziehungsweise im Moment, nein, ich muss die hier haben. Wir gehen von hier außenrum da in die Gleise rein. Genau, das machen wir jetzt auch. Gucken wir auf die Uhr, doch, da können wir ein bisschen was klöppeln, können wir noch. So, an die Gleise ran, das können wir mal von hier aus testen. Krümmung zu groß. Ja, jetzt komme ich hier wahrscheinlich... Ne, ich wollte es eigentlich nicht bauen. Also jetzt geht es wieder schnell vorher bei den Signalen. Oh, die Signale. Halt, ich habe hier Signale gekappt. Wir machen hier die Signale natürlich wieder hin. Ist nicht massiv wichtig, ganz einfach, weil... Wie soll ich sagen? Ja, das sind ja nur Signale, die im Prinzip die Brücke unterteilen. Aber dann können natürlich die Züge doch ein bisschen flüssiger fahren. So, ich mache das mal so und so. Das haben wir weggenommen und hier schadet es eigentlich auch nicht, wenn wir Signale haben. Weil auf den Brücken selber können wir keine setzen. So, zack, dann ist das zurückgebracht worden. Dann gucken wir nochmal, ob wir hier rauskommen. Wenn ich es von hier her nehme. Da ins Gleis rein käme ich. Ja, hat mit Krümmung zu groß. Aber das möchten wir ja nicht, sondern wir möchten so haben. Hm, gefällt mir nicht. Irgendwie so. Ich baue es mal, ich nehme es wahrscheinlich wieder weg, weil es nicht funktioniert. Nee, da ist die Krümmung zu groß. Das ist ja Käse. Klar, ich könnte trotzdem bauen. Ja, aber irgendwie wenn die Krümmung... Also das sieht halt einfach komisch aus, je nachdem. Wie kommen wir denn hier raus? Geht das irgendwie? Nee, da ist die Krümmung so oder so zu groß. Das geht nicht, weil wir hier zu sehr geschwungen daherkommen. Also da müssen wir das tatsächlich mit dem trotzdem bauen machen. Das geht tatsächlich nicht anders. Trotzdem bauen. Und dann ist es weg. Kommt das noch? Ich habe doch trotzdem bauen geklickt. Jetzt. Ja, da wird geschlängelt gemacht, getan. Der Hybrid, der hat eine Kurvengeschwindigkeit. Ich denke es gerade wieder. Das ist ja schon ganz krass. So, machen wir mal trotzdem bauen. Und hier folgen müssen wir nicht mal, weil wir wollen hier dran vorbei. Aber da haben wir jetzt gesagt, im Prinzip mit einem Tunnel. Wenn ihr seht, auf eine Brücke rauf komme ich sowieso nicht. Also, dann machen wir hier einen Tunnel tatsächlich. Ja, der Herr Heisenberg baut freiwillig mal einen Tunnel. Wenn es nicht anders geht. Aha, da ist die Frage, ob das überhaupt mit dem Tunnel geht. Doch, da müssen wir doch reinkommen. Jawohl, so. Dann hätten wir das Teil. Das ist eh cool. So ein bisschen parallel hier zu dem. Also viel paralleler geht es wahrscheinlich nicht. Doch, geht sogar. Wir müssen hier aber auch wieder wegkommen. Also, dass wir hier dann wieder da reinkommen. Das ist okay so. Ein anderes Portal noch. Das sollte aber, glaube ich, nichts zu Massives sein. Wir können ja mal wieder sowas machen. Oh ja, das sieht halt schon relativ windschnittig aus. Passt aber nicht zu einem Regio. Das ist doch ein schönes Teil. Aber das wird da ein bisschen zerstört. Das geht nicht in der Kurve. Wir nehmen das hier. Zack, einmal gewuppt. Jetzt haben wir da ein Autosave. Und hier muss ich einfach gucken, dass ich irgendwie wieder aus dieser Geschichte rauskomme. Hier der Tiefe. Sag mal, hier, mach mal. Hü, Dankeschön. Hier mit den hier und hier natürlich, zack, 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 die Steigung. Oh, dann haben wir hier wieder einen Tunnel. Da kann ich nicht rein. Weil das ist wieder ein Tunnel, was nur für zwei Gleise ist. Das heißt, wir müssten hier irgendwie so raus, würde ich vorschlagen. Da kommen wir aber noch nicht raus. Wann kämen wir denn raus? Gar nicht mehr. Irgendwo hier unten. Ja. Stimmt denn das hier mit der Steigung? Ja, schon. Hier dran vorbei. Ist da nicht... Guckt, hier kommen wir ja doch wieder raus. Relativ tief unten. Würde ich machen. Das Portal müsste automatisch das Richtige sein. Ich würde das mal gerne haben. Und jetzt hier oben rein. Wäre dann eher hier vorne. Ach, dann gibt es hier nochmal einen Tunnel. Ja, dann machen wir hier nochmal eins. Gefällt mir eigentlich relativ gut. Und zwar vom Portal her, da passt halt gar nichts mehr daneben. Wenn ich das nochmal ein bisschen so mache.
Sagen wir mal so, dann ist das doch schön. Ja, das machen wir. Das ist sogar relativ schön, finde ich. Hier kurz frische Luft. Ist natürlich nur eingleisig jetzt. Und hier vorne ans Gleis ran. Und dann da rein. Ja, ich denke, das ist nicht so verkehrt. Da warten wir jetzt aber noch. Das würde ich dann morgen bauen. Aber schön hier. Also mir gefällt das sehr. Tatsächlich mit diesen Portalen. Ist natürlich dann die andere Seite von dem Tunnel. Im Sinne dessen eben, ich habe halt nicht gerne Tunnels, weil wir die Züge nicht sehen. Aber manchmal, so wie in dem Fall hier, ist es einfach allein schon schön, weil wir ein schönes Portal haben. Gut, dann werden wir hier weiterbauen. Ich denke, wenn wir hier vorne in die Gleise reinkommen, haben wir die Strecke eh schon. Da hinten, ja, das haben wir uns angesehen. Das müssen wir eigentlich alles jetzt hinkriegen. Gut, dann suche ich mal einen schönen Zug. Hier haben wir einen. Sage Dankeschön fürs Zugucken. Hoffe, es euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Dann wird hier weitergebaut. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.